Guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein und möchte uns den Predigttext lesen. Der kommt gleich für euch auch sichtbar. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Vater im Himmel, danke für dein Wort, dass du ein Gott bist, der zu uns redet und dass du auch heute Morgen zu uns reden möchtest. Danke, dass du uns kennst und du weißt genau, wo wir sind, was wir brauchen. Du bist ein persönlicher Gott und ich danke dir dafür, für dein Wort an uns heute. Amen. Als ich mit jemand unter euch überlegt habe, welcher Predigttext heute Morgen passen würde, haben wir ein paar verschiedene Texte überlegt und als ich den erwähnt habe, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, hat jemand von euch gesagt, das würde mich interessieren. Das wäre interessant, spannend. Und ich habe nicht gesagt, dass der Text mit Ich ermahne euch anfängt. Ich weiß nicht, ob es dann immer noch spannend geblieben wäre, wenn ich jetzt hier mit einem Text komme, wo ich gleich zu Anfang sage, ich ermahne euch. Aber zum Glück ist es nicht mein Text, es ist der Text aus dem Römerbrief 12. Und Paulus hat hier angefangen mit dem Text, ich ermahne euch. Nun, Brüder und Schwestern. Und er hat sich gleich auf diese Ebene als Geschwister gestellt. In dem Sinne hoffe ich, es ist auch okay, wenn ich euch mit du anspreche, weil ich fühle mich bei euch auch auf dieser Ebene, dass wir Geschwister sind, dass wir verbunden sind durch Jesus Christus. Und hier hat der Paulus eine Ermahnung an die Brüder und Schwestern gesprochen, und hat gerungen, dass es ankommen darf, dass es an ihr Herz kommen darf, dass er nicht mit dem Zeigefinger kommt, wo wir schon in einer Abwehrstellung sind. Hilfe! Was wird mir hier gesagt? Und er hat gerungen, zum einen in dieser Ermahnung, wo ich sage, er hat etwas im roten Bereich, ich komme auch immer gern mit diesen Farben von der Ampel her, das habe ich, glaube ich, schon mal bei euch gesagt. Und darf ich vielleicht bitten, dass wir unseren Text nur farbig machen. Er hat gerungen um diese Ermahnung, dass die ankommt. Und er hat gleichfalls gesprochen von einer Barmherzigkeit Gottes. Er hat nicht von einer Ermahnung, wusch, die er auf die Köpfe draufgeschlagen hat, gesprochen, sondern von einer Ermahnung durch die Barmherzigkeit Gottes. Und was in diesem Wort Barmherzigkeit drinsteckt, das habe ich versucht auch auszudrücken, dass dieses Herz Gottes drinsteckt, diese Quelle Gottes, dieses herzliche Erbarmen, da beugt sich eine Großherzigkeit vom Nichtbedürftigen zum Bedürftigen. Das ist was anderes wie Mitleid.
Eine Großherzigkeit, die öffnet das Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an. Da sieht jemand, der keinen Bedarf hat, dass da eine Tragödie, eine große Not ist. Und durch diese Barmherzigkeit, wie wenn eine Mutter sich erbarmt über ihr Kind und sieht, hey, das ist gestürzt, das hat sich verletzt und sie versucht ganz behutsam, es nicht noch mehr zu verletzen, sondern es dort anzugreifen und hochzuheben, wo es keine Schmerzen hat, aber barmherzig hinzuschauen, hinzuberühren und zu helfen. Und von dieser Quelle spricht Paulus. Und dann sagt er etwas, was uns eher ein fremdes Bild ist oder ein falsch besetztes Bild. Er spricht von, gebt eure Leiber hin. Er spricht vom ganzen Körper, vom ganzen Sein als lebendige Opfer. Was heißt das? Was ist ein lebendiges Opfer? Und er sagt noch mehr. Lebendig, heilig. Gott wohlgefällig. Von was spricht Paulus hier? Warum der ganze Leib als Opfer? Warum nicht nur mein Kopf, mein Herz? Nur ein Teil davon. Und biochemisch, das heißt nachweislich, weiß man, dass unser Kopf, unser Denken von unserem Motor, der in unserem Leib gut geschützt ist, von unserem Herzen abhängig ist, dass unser Herz in Millisekunden schneller der Auslöser für unser Denken ist. Unser Herz hat Gefühle und Erfahrungen, die es eingespeichert hat, wie auf einer Spule eingewickelt, und wir reagieren ganz automatisch auf das, was uns entgegenkommt. Angenommen, es hat jemand in der Schule immer schlechte Erfahrungen mit Lehrern gemacht. Horst, ich spreche das jetzt nicht irgendwie an. Das kann mal sein, das kann genauso am Arbeitsplatz sein. Aber wenn er dann später endlich weg ist von der Schule zum Beispiel, ich möchte als niemand negativ anschwärzen, und es kommt ein Lehrer auf ihn zu, fröhlich gelassen, und er hat vielleicht dieses Gefühl, ich will keine Lehrer mehr haben. Und da geht automatisch was in Spannung, vielleicht in eine Abwehrhaltung, und hat so alte Erinnerungen, die das Denken oft auch negativ, natürlich kann es auch positiv beeinflusst werden, aber das Ganze findet in Millisekunden biochemisch automatisch schneller statt, wie wir mit dem Denken sagen, ich bin ganz neutral, ich bin allem offen und neutral gegenüber. Wir können nicht neutral sein. Und diese automatischen Reaktionen, die aktivieren unsere Hände, Füße, unser Handeln. Natürlich, übers Denken werden wir dann automatisch etwas tun und agieren. Und jetzt geht diese Ermahnung des Paulus, was unser vernünftiger Gottesdienst sein soll, nicht nur an das Hier und Jetzt am Sonntagmorgen, sondern es geht um etwas Ganzes, um etwas Größeres. Da wirbt Paulus, dass es ein vernünftiger Gottesdienst sein soll. Vernunft hat
mit uns Menschen zu tun, dass es dieser Unterschied zum Tier ist, dass wir vernünftig sein können, weil wir denken können, weil wir entscheiden können, weil wir einen freien Willen haben, mit dem wir uns ein Bild machen können. Aber von woher entwickelt sich dieses Bild? Von welchem Motor aus gehen diese Bilder in uns in Aktion? Und da gehört unser ganzes Sein dazu, dass wir eben nicht nur mit dem Kopf etwas denken und es ist so. Wir hatten vor kurzem Besuch von einem Freund, mit dem wir zusammen immer jedes Jahr ein Camp machen, Bibel im Outdoor-Bereich. Und er hat heuer seinen jüngsten Sohn mitgebracht und der hatte vor ein paar Jahren einen schweren Unfall und hat seit da epileptische Anfälle, das heißt, er hat sie seit Herbst bekommen. Und als der Freund uns die Einschulung gegeben hat, was zu tun ist, wenn er so einen Anfall bekommt, da habe ich schon gemerkt, ups, das ist eine Verantwortung. Und natürlich hat es was damit zu tun, dass er starke Kopfverletzungen hatte und jetzt dadurch epileptische Anfälle auftreten. Und er hat gesagt, wenn der Daniel uns sagt, er kriegt einen, dann haben wir ungefähr 30 Sekunden Zeit zu handeln. Und zwar, setzt ihn nicht hin, legt ihn nicht netterweise aufs Sofa, aber legt ihn am Boden, wo er ist. Man hat noch eine Notfallstablette, wenn das zu spät ist und nicht mehr geht. Legt ihn auf den Boden und passt einfach auf, dass er nicht erstickt. Er wird höchstwahrscheinlich erbrechen und passt auf seinen Kopf auf. Aber es war wichtig, dass wir den ganzen Körper hinlegen und nicht nur sagen, es ist hier eine Kopfsache, es geht nur um den Kopf, sondern wir haben gewusst, wenn es losgeht, dann betrifft es den ganzen Körper in der Reaktion und da passiert dann was, was über den Jungen kommt, wo er nicht kontrollieren kann. Und ich habe nur denken müssen bei dem Bild, lebendige Opfer, hier geht es um was Komplettes, was unser ganzes Sein angeht. Und ich denke, auch in diesem Text geht es um unser ganzes Sein. Und Opfer, wie gesagt, hat oft eine Negativbesetzung. Es scheint meistens in unserer Zeit in Zusammenhang mit einem Täter auf, dass ein Täter einem Opfer was angetan hat, einen Raub, einen Schmerz. Oder es hat auch seit 2000 ungefähr vielfach ist es als Schimpfwort bekannt im deutschsprachigen Raum. Es hat wieder diese negative Besetzung, du bist nicht cool, du bist nicht gut genug, du bist schwächer und auf dich wird ein Einfluss ausgetragen von einem Täter. Man spricht auch von einer Opfergesellschaft, was noch vom Krieg her rührt, was auch so unbewusst in unserem Denken irgendwann Einzug genommen hat und man kann auch eine Opferhaltung haben, weil wenn ich immer die oder der Arme bin, dann ist immer wer andere schuld, das hat auch Macht und das hat eine sehr starke Macht, weil wenn immer der andere schuld ist und ich immer arm bin, dann muss ich keine Verantwortung für mein Sein übernehmen. Und um was für ein Opfer es hier geht, ich glaube, es geht um so einen ganz anderen Blick, um eine ganz andere Blickrichtung. Im Philipper 2, es wäre ein interessanter Text, wenn man den ganzen Text nehmen würde, aber es dauert zu lang. Und ich möchte nur den Vers lesen, wo es heißt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Und mir ist zum ersten Mal jetzt ganz tief bewusst geworden, Jesus selbst nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Was heißt das?
dass er der Erscheinung nach als Mensch erkannt wurde, als er Knechtgestalt annahm. Sind wir uns dessen bewusst, dass wir auch Knechte sind? Wir dienen immer jemandem, auch wenn wir glauben, frei zu sein, dass wir entweder dienen wir dem Guten oder dem Bösen. Und Jesus nahm diese Knechtgestalt an, kam herab als dieses Opfer und er erniedrigte sich selbst. Da steckt auch dieser freie Wille drinnen, dass er sich entschieden hat, es freiwillig zu tun. Und darum hat ihn auch Gott erhöht. Und für mich steckt in dieser Aufforderung, in dieser Ermahnung auch dieser freie Wille an uns alle drinnen. Wollen wir freiwillig uns ganz Gott hingeben, nicht nur meinen Kopf oder meine Taten, dass ich mit meinen Händen was Gutes tue, weil es doch immer wieder diese Aufforderungen sind, dass wir von Herzen, mit ganzem Herzen, nicht nur ein Stück von uns, etwas tun sollen. Und dass es hier um ein Opfer geht, das lebendig ist. Ein Opfer, wenn es geschlagen wird, wenn es verletzt wird, dann reagiert es ganz oft in dieser Opferhaltung, was man in der Tierwelt auch kennt, dass es eine Opfererstarrung gibt. Dass es sich nicht wehren kann, weil es weiß, es ist machtlos, hilflos gegen diesen stärkeren Täter. Und hier geht es aber darum, dass es nicht dann das Ende ist, damit wir Verwundete sind, damit wir uns bloßstellen, sondern dass wir lebendig sein sollen. Sind wir uns über diesen Blick Gottes bewusst, was es heißt, Opfer für ihn zu sein? Ich denke immer wieder, das ist so ein anderer Blick. Ich setze jetzt nicht auf, ich habe zu viel schon um die Ohren. Aber das ist dieser andere Blick, der so anders ist, so neu. Durch diese Quelle der Barmherzigkeit Gottes, dass wir uns dem hingeben und dann soll dieses Neue, dann soll es lebendig sein, das Opfer, heilig. Haben wir noch ein Bewusstsein, was heilig ist, diese Reinheit abgesondert, ihn zu sehen, ihn zu entdecken, Gott wohlgefällig. Im Epheserbrief lesen wir auch, dass wir, bevor er die Welt geschaffen hat, heilig sein sollen, als seine geliebten Kinder, dass das Gottes Wohlgefallen war, wie er uns gedacht hat, vor ihm zu sein, ihn zu sehen. Und dieses ganz andere Opfer ist nicht von einem bösartigen Täter getroffen, sondern von einem Wohltäter, dass wir leben sollen. Und wenn es heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, dann geht es hier um eine Automatik, auf welchem Boden wir stehen oder gehen können. Und es ruft uns auf, dass wir uns nicht dieser Automatik dieser Welt oder wie dieses Wort Welt auch mit Weltzeit, diesem Denken, was zurzeit bei uns normal ist. Während der Kriegszeit hat man andere Denkweisen gehabt, die sich bei uns Älteren mehr verinnerlicht haben. Das verändert sich kulturell auch oft. Und hier ist dieser Schrei, ändert euch. Da braucht es eine Veränderung, wo etwas neu werden soll. Es braucht was Neues, es braucht eine Veränderung. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Bleibt nicht in der Automatik stehen, die uns automatisch bewegt. Wenn man da hinschauen würde, wie viel auf dieser Welt gelenkt wird, alleine durch die Werbung, weil sie wissen, wie der Mensch so ein gewohnheitsroutiniertes Wesen ist, das zu über 90% so automatisch gelenkt werden kann. Weil wenn ich die Dinge, dieses Wollen und dieses Verlangen, was in uns steckt,
füttere, dann kommen so automatische Wünsche in uns hoch. Das möchte ich, das brauche ich, das sollte ich haben. Und wenn das gefüttert wird, dann passieren so automatische Handlungen, dass man anfängt, boah, der kann was, was ich nicht kann. Der sagt uns, was wir tun sollen. Und die haben da was, was sie gut können. Und es fängt der Blick an, boah, ich bin aber, ich habe hier, mein Lobpreis ist so schön. Das geht manchmal so automatisch, dass wir anfangen zu schauen, was passiert um mich und es tut was mit mir. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr immer dann dieses Gute, Wohlwollende, was Gott gefällt, in euch trägt, das dann in eurem Denken regiert oder ob ihr auch was anderes kennt. Und wenn wir Veränderung brauchen, durch die Erneuerung eures Sinnes, wenn unser Denken eine Erneuerung braucht, was Neues, woher nehmen wir das Neue, wenn das Altgewohnte so automatisch regiert? Ich erlebe mich oft, ich bin gestern Morgen aufgewacht und habe ein bisschen meinen Zahn gespürt, weil ich gerade ein Zahnproblem habe und habe gedacht, oh, hoffentlich wird das eine Sache, dass ich da eine größere Geschichte habe. Ich habe gewusst, die Lisa hat gerade ein Problem in Australien, auf ihrer Schule und bin mit dem nach unten gegangen und lese mein Handy und die Lisa schreibt mir freudestrahlend, oh, Gott ist so gut und hat gerade das und das getan. Und ich gebe mir so einen Schubs und denke, ja, und die Sorgen haben schon automatisch wieder mein Denken angefangen zu bewegen. Und wie schnell geht das so automatisch, weil dieses Futter schleicht sich immer so gerne ein von meinen Erfahrungen, von meinem Motor her, streut das oft in meinem ganzen Denken. Und wie sehr brauche ich dieses Erneuert euch? Und woher kommt dieses Erneuern, wo ich denke, es ist Jesus, der dieses vorne und hinten Erneuerung in uns bewirken möchte, dass er dieses, Licht sein möchte, das von dieser Quelle in unser ganzes Sein runter leuchten darf, dass wir dieses Licht brauchen. Es ist jetzt leider vom Grün her nicht ganz passend, aber der Stift geht besser. Dieses Neue, was wir von Gott her brauchen, erlauben wir ihm, dass es auch da runterkommen darf, in mein Herz hineinkommen darf. Dass dieses Licht auch in meine Dunkelkammern meines Denkens kommen darf. Ich glaube, wenn mein Denken immer vorne am Bildschirm wäre, ihr würdet erschrecken, was da alles Platz hat und was da alles vorbeispaziert kommt, wie sehr ich da oft misten muss, dass ich sage, Jesus, nimm den Dreck. Ich will das nicht. Wie sehr ich mich oft entscheiden muss, ich will dem nicht dienen, ich will es ans Kreuz bringen und dir geben, vergib mir, reinige mich von diesem Streufutter, das so automatisch in mir hochkommt, erlauben wir ihm das, dass er Erneuerung auch in meinem Herzen schaffen kann. Und ich erzähle euch jetzt noch ein Beispiel, was peinlich sein kann oder auch nicht, ich erzähle es trotzdem. Auf unserer Klausur beim Bibellesebund im Januar, mein Mann leitet den Bibellesebund, die meisten wissen das, und er hat mit einer Andacht angefangen bei uns Mitarbeitern vom Bibellesebund und hat die Frage gestellt, was würde sich ändern, wenn Jesus jetzt wirklich da wäre? Und ich habe gedacht, ich als seine Frau habe gedacht, Schatzi, so eine blöde Frage. Und dann hat er sie auch mal wiederholt und hat wieder gesagt, was würde sich bei euch ändern, wenn Jesus jetzt wirklich da wäre? Ihr denkt, Schatz, ihr hört doch auf mit dem Blödsinn.
Wir sind alles Bibellesebund-Mitarbeiter. Wir leben für Jesus, wir sind mit Jesus unterwegs, wir arbeiten mit Jesus. Was soll diese blöde Frage? Wir sind doch mit dem Bewusstsein, Jesus ist da unterwegs. Und er hat nicht aufgehört. Und ich habe mich so richtig geärgert und habe gedacht, warum ärgere ich mich so? Warum geht es mich wieder als Frau zu viel an, was mein Mann da sagt? Und es ist eigentlich nicht meine Sache. Ich habe schon gemerkt, da muss ich gerade bei mir hinschauen, warum reagiere ich so blöd und denke mir so Blödes? Und dann habe ich gemerkt, da ist so eine richtige Blockade zwischen meinem Kopfwissen und da unten. Und dann habe ich mich der Frage doch gestellt. Und als ich mich entschieden habe, ich will da nicht in der Abwehrhaltung bleiben und sagen, ich weiß, was fromm sein heißt, was mit Christus unterwegs sein heißt, und habe mich der Frage gestellt, wenn ich es wirklich da unten zulasse, und dann habe ich gemerkt, oh oh, da unten ist Material, das denkt, ah, wie geht es mir bei der Sache und diese Sorgen, oder ah, das war schon ein bisschen sehr negativ, was da und da passiert ist, wie könnte ich damit umgehen, da bewege ich noch manche Sorge und manche Lüge und manches Mistmaterial da unten. Und wie geht's mir, wenn Jesus wirklich da wäre, habe ich gedacht, oh, wenn ich ihn jetzt da an den Mist ranlasse, boah, wenn ich da Licht zulasse, je mehr ich das zulasse, was da kommen möchte in meinem Herzen, boah, das leuchtet, das ist befreiend, das ist Friede, das ist eigentlich was Schönes. Und es zeigt mir eigentlich, was ich abtransportieren darf zu ihm hin, was da nicht unten sein soll und was ich nicht in der Automatik von meinen Erfahrungen, von dem, was ich aufgelesen habe, von dem, was mir passiert ist, alles hier sammeln soll, sondern dass diese Sammlung, die oft in unserem Herzen passiert, eine Öffnung haben soll, wo Licht hineinkommen darf, damit Erneuerung passieren kann. Und es heißt hier nicht nur, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, es heißt auch, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wenn ich das andere Streumaterial über meinem Blick lasse, dann ist meine Brille verdreckt, dann sehe ich nicht, was Gottes Wille ist, dann fehlt mir dieser Blick. Wenn ich aber ihm erlaube, zeig mir, oder wie es im Psalm 139 heißt, prüfe mein Herz und zeig mir, ob ich auf bösem Wege oder auf ewigem Wege bin, dann erlaube ich ihm mit meiner Vernunft, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, Gott zu sein, auch in meinem Leben. Er respektiert unseren freien Willen. Und wenn wir hier sagen, na, bis hierher und nicht weiter, weil mein Hirn kann es nicht fassen und mein Herz lässt es nicht zu, dann respektiert er das auch. Aber dass er diese Erneuerung zutiefst in unserem Herzen bewirken möchte und dass er uns Gottes Wille zeigen möchte, wie er uns auch aus diesen Dingen freisetzen möchte, aus unserer Knechtschaft. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und Paulus sagt wieder, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Paulus spricht das an, was so leicht passiert. Ich weiß doch, was Gottes Wille ist. Ich weiß doch, was gut ist und ich will das Gute. Ich will gut sein. Und wir versuchen selber gut sein zu wollen. Und was tun wir? Wir überreden uns so leicht, weil wir besser sein wollen. Und wie schnell passiert es, dass wir versuchen, boah, ich bin auch gut, ich habe auch was ich gut kann.
statt dass wir merken, wie Gott einem jeden das Maß ausgeteilt hat. Das ist aus seiner Quelle geworden, dass da eine Gabe ist. Aus seiner Quelle habe ich was bekommen, das ich gut kann. Oder aus seiner Quelle ist diese Gabe mir geschenkt worden. Oder diese Gabe aus seiner Quelle. Und wenn ich erkenne, aus welcher Quelle wir das gute und wohlgefällige leben sollen, weil Gott uns Gaben gegeben hat, das ist, wie der Text weitergeht im Römer, wo es um diese Thematiken geht, diese Ordnungen in der Gemeinde. Wenn wir das erkennen, dass wir nicht nur leben sollen, wie die Automatik uns sagt, sondern dass wir uns in diesem Blick immer wieder sehen, Gott hat dich wunderbar, einzigartig geschaffen. Und Gott möchte, dass du aus diesem Blick deine Begabungen lebst. Und wenn wir aber diesen Blick verlieren, diesen großen Blick Gottes nicht mehr oder nicht kennen oder nicht zulassen in meinem Herzen, dann geht eine andere Automatik oft los und wir wissen, wie es funktioniert. Und wir werden geistliche Opfer und haben so ein Wissen oft, aber lassen wir es zu in unser Herz, in unser ganzes Sein, dass dort wirklich das passieren darf, was Gott möchte, was Gottes Wollen ist. Erlauben wir ihm, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden das passiert, aber auch in meinem Leben. Dass das in meinem Herzen auch eine Haltung sein soll, sein darf, die eine ganz andere Opferhaltung ist, die Hingabe ist, wenn ich mich in meinem ganzen Sein hinhalte, dass ein Größerer weiß, was ich brauche, dass ein Größerer zuständig ist, ein Vater, der mich liebevoll durchs Leben begleiten will und dass er nicht ein Täter an uns ist, weil so oft hört man auch, warum lässt Gott das zu? Aber das sind meistens die, die keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Und dann schuldigt man Gott an oder man schuldigt den anderen an. Aber wenn ich lerne, es zuzulassen, dass wir alle es brauchen, dieses alte Erbe immer wieder ans Kreuz zu tragen, das Licht Gottes brauchen in unserem tiefsten Sein, dass wir alle diese Knechte sind, die er heimbringen will als seine geliebten Kinder, freisetzen will. Und ich glaube, das Opfer sein, das lebendige Opfer Gottes sein, ist das einzige gute Opfer, wo nicht negativ besetzt ist. Negativ besetzt sind oft unsere Gedanken der Erfahrungen, wo Menschen aus der Automatik sich über uns gestellt haben und zugeschlagen haben, ob mit Wort oder Tat. Das ist aber nicht Gottes Wollen. Gott will genau diese Dinge und genau dafür ist er ans Kreuz gekommen, dass das nicht so bleiben muss, sondern dass es diese Erneuerung gibt. Und damit möchte ich enden und beten noch mit uns. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen, dass du dich unser erbarmt hast. Und Jesus, dass du freiwillig für uns ans Kreuz gegangen bist, um uns diese Freiheit anzubieten, die wir ohne dich nicht haben und ohne dich auch nicht erreichen können. Und dass du uns immer wieder wirbst, dass wir dich näher in unserem Sein, in unserem Denken zulassen, so viel näher, dass du dich uns zeigen möchtest, wie gut du bist. Danke so sehr, dass du der gute Vater bist und uns frei machen möchtest, auch von diesen negativen Denkmustern und Erfahrungen, dass wir dich mehr sehen können in deiner Heiligkeit, in deiner Schönheit. Dir sei alle Ehre und Dank. Amen. Thank you.
wir danken dir, dass wir diese Zukunftshoffnung haben, die die Welt nicht kennt und auch nicht bieten kann. Und weil das so ist, Herr, wollen wir uns wieder dir anbefehlen, deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit und deiner großen, ewigen Liebe. Herr, darum bitten wir dich, dass du uns wieder segnest und berührst, dein Angesicht auf und über uns erhebst und über uns leuchten lässt und uns deinen Frieden schenkst, einer Welt, die ohne Frieden ist, ohne dich. Amen. Amen. Schönen gesegneten Sonntag noch.